Dann frage ich mal zum Top 19, das ist Borea, die Förderung. Wer möchte da reden? Einer möchte reden. Würden wir den noch mal vorziehen? Dann bitte Herr Hermann. Herr Vetterlein auch, okay. Zwei, das kriegen wir hin. Der Bürgermeister, Bildungsbürgermeister. Sehr geehrter Herr Bildungsbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich nutze jetzt die Redezeit kurz, um auch den Antrag einzubringen, den die Dissidentenfraktion, den Ergänzungsantrag zu diesem Vorgang gestellt haben. Bevor ich den aber sozusagen direkt vorstelle, hole ich noch ein kleines bisschen aus, keine Angst, ich brauche nicht lang. Also, worum geht es generell? Es geht darum, dass wir öffentliches Geld, Geld der steuerzahlenden Menschen, Geld aus dem Haushalt für Jugendförderung geben. Jetzt mal ganz generell. In dem Fall konkret für Fußball und für Anlagen. Und das haben wir auch an anderen Stellen schon in Dresden gehabt. Jetzt ist es gelebte Praxis gewesen, lange, lange, lange Jahre, dass wenn wir als Stadträte, Stadträtinnen Jugendprojekte fördern für Sport, dass damit ausschließlich Jungs gemeint waren. Ja, also nur Jungsförderung. Das geht so weit, dass wir in einem Trainingszentrum, was bereits gebaut ist, noch nicht mal Mädchenumkleiden haben. So, das ist bislang nie jemandem aufgefallen. Und jetzt sage ich mal, wie zum Beispiel Politik funktioniert, was mich auch sehr freut, als ich vor ungefähr 3 Jahren in diesem Haus dieses Thema angesprochen habe. Da hat mich noch Herr Kiesling von der Linken verlacht und hat gesagt, ja, ich sage nur Populismus und das ist gegen Dynamo und das ist ja überhaupt gar nicht sinnvoll. Doch, ich fand das weiterhin sinnvoll. Und als ich vor 2 Jahren hier einen Antrag hatte bei Förderung für ein Jugendzentrum und der Text lautete, der Stadtrat knüpft die Gabe von Fördergeldern an die Erwartung, dass der betreffende Verein sich in Zukunft mit dem Thema Mädchen- und Frauenfußball beschäftige. Also überhaupt keine, die müssen das machen, kein bis zum und auf gar keinen Fall Pistole auf die Brust, sondern einfach knüpft die Erwartung. Und im zweiten Punkt stand da, dem Verein wird die Möglichkeit gegeben, jedes Jahr einmal mit dem Sportausschuss in Diskussion zu treten. Also ganz sanft, ganz locker, ganz easy. So, das hat vor 2 Jahren eine Mehrheit hier gefunden, eine knappe, aber es hatte eine Mehrheit gefunden. Und jetzt sind wir 2 Jahre weiter. Und jetzt bringe ich das bei Borea den gleichen Antrag wieder ein. Also Stadtrat knüpft die Gabe der Fördergelder an die Erwartung, dass es Mädchen- und Frauenfußball gibt. Und Borea kann jedes Jahr, wenn sie wollen, in den Sportausschuss kommen. Und ich habe mit dem Vereinspräsidenten telefoniert. Er war auch sehr freundlich und hat sich sehr gefreut über den Antrag. Und ich glaube, das hat er Ihnen allen Fraktionen gestern oder heute früh auch geschrieben, dass Borea sich genau so einen Antrag wünscht und dass das auch genau die Richtung ist, in die es gehen wird. Und jetzt freue ich mich sehr, weil ich antizipiere oder ich hoffe natürlich, dass dieser Antrag eine größere Mehrheit kriegt und dass dieser Stadtrat ein deutliches Zeichen setzt, dass wenn wir öffentliches Geld für Jugendförderung ausgeben, dass wir damit nicht ausschließlich Jungs meinen. Dankeschön. Herr Vetterlein, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, es geht um die Förderung des Nachwuchssportes, es geht um die Förderung des Breitensportes, es geht nicht um die Förderung des Profisportes, worüber wir dann noch sprechen werden, was Dynamo betrifft, aber beides gehört zusammen. Profisport ist ohne Breitensport nicht möglich und Nachwuchsförderung gehört dazu, um an die Spitze zu kommen. Also wir brauchen beides. Und in diesem konkreten Fall geht es um den Verein Borea Dresden, der sich seit vielen Jahren der Nachwuchsentwicklung widmet und somit ein fester Partner im Sportgefüge der Landeshauptstadt Dresden ist. Wer sich von Ihnen die Sportanlagen vor Ort bereits mal angeschaut hat, wird festgestellt haben, dass diese zum einen rege genutzt werden, und zum anderen mit viel, vor allem ehrenamtlichen Engagement zum Erhalt und zum Unterhalt der Sportanlagen beigetragen werden. Aber es gilt auch hier in die Zukunft zu schauen
Somit müssen die Sportanlagen entsprechend den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen angepasst und entsprechend ertüchtigt werden. Ja, es ist eine ganze Menge Geld, um die es hier geht. Und somit müssen wir die Sportanlagen auch entsprechend ausstatten. Aber dieses Geld ist gut angelegtes Geld. Es wird fließen in ein ehrgeiziges Projekt. Und wie schon erwähnt, geht es vor allen Dingen um den Kinder- und Jugendsport, um den Nachwuchssport, um den Breitensport. Ja, und es ist auch eine Anerkennung der langjährigen, engagierten, ehrenamtlichen Arbeit der dort tätigen Sportler und Funktionäre. Herr Aschenbach sprach wieder von seinen Bedingungen, was den Frauenfußball betrifft. Das schließt das Ganze überhaupt nicht aus. Ja, das heißt also, durchaus sollte das möglich sein. Und wenn der Verein das auch wünscht und die Möglichkeiten hat, das umzusetzen, sollte man das noch nutzen. Aber nicht als Bedingung für eine Förderung machen. Das widerspricht dem guten Geist des Ganzen. Wir als AfD-Fraktion unterstützen dieses Vorhaben und dieses Projekt mit voller Überzeugung. Auch und vor allem, weil uns die Förderung der Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt und hier etwas entsteht, was zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft beiträgt. Ich freue mich bereits auf die hoffentlich planmäßige Eröffnung und dann umfangreiche Nutzung der neuen Sportanlage, die einen dann noch besseren sportlichen Mittelpunkt im Dresdner Norden darstellt. Und wir alle können gemeinsam dann uns darauf freuen und das Ganze entsprechend nutzen. Vielen herzlichen Dank. Schönen Dank. Weitere Redebedarf? Thorsten Schulze, dann Anke Wagner. Ich hatte vorhin gefragt. Ich mache es kurz hier vom Saalmikrofon dann. Ja, ihr könnt euch alle beruhigen. Lieber Martin, wenn du gestern mit dem Herrn Hering gesprochen hast, dann mit dem Vorstandsvorsitzenden, müsste der dir vielleicht auch mitgeteilt haben, dass Borea, und das macht es schon die ganzen Jahrzehnte, auch zum Beispiel an Schulvereine dann oder an die umliegenden Schulen auch dann diese Sportstätte auch vermietet und dass letzten Endes da auch ganz genau dann auch diese Umkleidemöglichkeit und auch die sanitären Einrichtungen sowohl für die Jungs als auch für die Mädels da sind. Wir haben es auch im Sportausschuss mehrfach nachgefragt dann. Vielleicht hättest du mit deinem Kollegen Herrn Aschenbach, dann Max Aschenbach nochmal gesprochen. Dort haben wir es dezidiert auch von der Vereinsführung dann und auch vom Geschäftsführer nochmal vorgestellt bekommen dann, dass auch diese Möglichkeit dort für die Damen und Mädels da sind. Es ist ein bisschen, ja, teilweise auch an den Haaren herbeigezogen, dann wenn du dich sozusagen als der Einzige hier herstellst, dann, der sozusagen sich für den Frauenfußball einsetzt dann. Und ich finde es, sag ich mal, teilweise auch ein bisschen sehr schaufenstermäßig dann. Wir werden dem Antrag vielleicht trotzdem zustimmen dann, aber ich sag mal so dann, also es ist, ja, ein bisschen schwierig dann, sage ich mal, nach so einem Auftritt hier, das auch noch wirklich ernst zu nehmen. Vielen Dank. So, jetzt hat sich Anke Wagner gemeldet, dann Klaus Lippmann. So, wir haben wieder mal das Beste zum Schluss. Der Sport steht am Ende dieser Tagesordnung, das ist wunderbar. Genau, also. Tolle Vorlage. Ich rede erstmal zu Borea, bevor ich dann über diejenigen rede, die sowieso besser Fußball spielen können als die Männer. So, also Borea, Fördervorhaben. Wir haben schon im letzten Doppelhaushalt gemeinsam miteinander dafür gesorgt, dass da die Grundlagen dafür gelegt werden, dass die ganze Sache und das Projekt jetzt kommt. Der Verein hat sich dazu über lange Jahre bemüht. Es ist sozusagen ein toller Beschluss, den wir heute hier fällen, für die Entwicklung des Sportparks Jägerpark enorm wichtig und im Übrigen auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil mit diesem ganzen Projekt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden und Privatinvestoren und Sport zueinander kommen. Also, wir werden der Vorlage zustimmen. Jetzt muss ich ganz kurz noch erläutern, warum wir den Ergänzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann nicht zustimmen werden, sondern ablehnen werden. Das schicke ich voraus, definitiv nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise Frauenfußball nicht toll finden. Ich habe vorhin schon gesagt, Frauen sind eh die besseren Fußballer als die Männer. Das hat aber was damit zu tun, wir haben noch eine andere Vorlage, wo auch von Fraktionen das Thema Frauenfußball beim Männerfußball reingemischt wird und immer so ein Annex. Und da muss ich dich jetzt wirklich mal angucken. Das finde ich nämlich immer ein bisschen schwierig. Das Frauenfußballthema bringst du wirklich seit Jahren. Aber immer irgendwo angekoppelt an Dynamo, an Trainingszentrum, an irgendwas anderes. So, dann bring doch mal was, wie Frauenfußball sozusagen in dieser Stadt
über alle Vereine hinweg vorangebracht wird. Aber das immer anzukoppeln, finde ich, das wird den Frauen im Fußball nicht gerecht. So. Ist immer so ein Annex von den Männern, das gefällt mir nie. Da bin ich an der Stelle auch mal Feministin. So, Punkt. So, wir werden das ablehnen und wir werden das übrigens auch ablehnen, weil wir bei dem anderen Antrag oder bei der anderen Vorlage, wo es in die Projektgesellschaft und die indirekten Zuschüsse an Dynamo Dresden geht, die gleiche Intention da dran hängt und das werden wir auch ablehnen, weil wir das nämlich nicht für sinnvoll halten, das eine mit dem anderen zu vermischen. Und Erwartungen an Vereine zu packen, halten wir auch für schwierig. So. Deswegen sagen wir, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir halten hier die klare Linie. Das macht keinen Spaß, euren Ergänzungsvorschlag abzulehnen. Aber der Frauenfußball in Dresden hat auch ohne diesen Ergänzungsantrag eine tolle Zukunft. Und dann können wir uns ja mal grundsätzlich darüber unterhalten, wie das aussehen kann. Herzlichen Dank und einen wunderbaren Abend. So, Klaus Lippmann, bitte. Ja, auch wir werden dieser Vorlage zustimmen. Auch wir haben nichts gegen Frauenfußball, werden aber auch diesen Ergänzungsantrag ablehnen. Ich denke, es ist auch der falsche Weg, an Fördermittel, deren Bedingungen in einen von uns beschlossenen Richtlinien formuliert sind, weitere Bedingungen dran zu hängen. Das ist problematisch und es hat auch ein Stück was von Willkür. Deswegen sollten wir darauf verzichten und Möglichkeiten suchen, so wie es Frau Wagner angedeutet hat, den Frauenfußball anderweitig zu befördern in dieser Stadt. Ansonsten werden wir dem zustimmen. Der Hinweis noch, dass wir ein, zwei Großvereine immer wieder herausheben aus der allgemeinen Förderung. Wir hatten das Thema schon Vereinsförderung in der Fläche. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir werden uns im laufenden Jahr vielleicht dann doch nochmal über die Defizite, die an der Stelle auftauchen, unterhalten müssen, sofern der städtische Haushalt das hergibt und die Fördermittel für die 400 kleineren Vereine in dieser Stadt ins Auge fassen und gucken, ob wir dort noch etwas nachlegen können. Vielen Dank. Herr Schulte-Wissemann. Einmal angekackt werden, hätte ich ja vielleicht ertragen, aber zweimal, da muss ich doch was sagen. Erstens, Stadtrat Schulze, ich habe dir das eben erklärt. Ja? Es kann ja sein, dass im Ausschuss alles Mögliche schön erzählt wurde. Aber ein politischer Vorgang oder ein Stadtratsbeschluss ist etwas anderes als die Willenserklärung in einem nicht öffentlichen Ausschuss. Und wenn der Vereinspräsident mir sagt, ja, Herr Schulte-Wissemann, sehr gerne, das ist richtig gut, das hilft uns ein bisschen und geht auch genau in die richtige Richtung, also Surfer, Surferin, surft auf der Welle, ja, so, dann ist es nicht vergebene Liebesmühe, dann ist es auch kein Populismus, sondern dann ist es eine sinnvolle Ergänzung zu diesem Antrag. Frau Wagner, wenn es in diesem 70-köpfigen Gremium sonst niemanden gibt, der über Jahre dieses Thema aufgegriffen hat oder hätte, dann sehr gerne könnte das irgendjemand anders machen, hat es aber niemand, weil es nie jemanden interessiert hat, dass wir Millionen von Euro ausgeben für ein Trainingszentrum, uns sozusagen rühmen und sagen, wir haben ein super Leistungszentrum, wir haben das, wir haben das, wir haben das, aber wir vergessen sogar die Damenumkleide. So, das kann doch nicht sein. So, und gerne kann das jemand anders machen. So, und Herr Lippmann, letzte Sache. Hier steht drin, der Stadtrat knüpft die Gabe an die Erwartung. Nochmal, knüpft an die Erwartung. Das ist keine Bedingung, das ist kein Diktat, das ist nichts zusätzlich, das ist nichts, die können auch gar nichts machen. Es knüpft die Gabe von Fördermitteln an die Erwartung, aber es ist ein Stadtratsbeschluss. Wenn Sie heute Nein sagen, knüpfen Sie diese Gabe von sehr viel Geld nicht an die Erwartung, dass es Mädchen genauso Förderung zukommt wie Jungs. Dankeschön. Okay, weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Da würde ich zunächst den Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion abstimmen lassen, der die Beschlussvorlage um einen Punkt 3 ergänzt. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen.
Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Mit 36 Ja-Stimmen, 25 Nein, 8 Enthaltungen wird die Beschlussempfehlung so ergänzt. Und die stelle ich so jetzt zur Abstimmung. Wer der Beschlussempfehlung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Würde ich sagen, es war einstimmig so beschlossen. Es ist 22 Uhr. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis demnächst.